Wo rennt der denn hin, der alte Mann? Guck mal, wie er wegrennt. Gibt's doch nicht. Bleib stehen. Da flitzt er einfach diesen Berg runter. Schön brav die Serpentinen lang, so muss das sein. Mäussack. Was ist los mit dir? Achso, sprich außerhalb des Territoriums von Lugos, dem Irren mit Mäussack. Ja. Wo ist denn hier außerhalb des Territoriums? Wie weit müssen wir denn... Ich meine, der hat doch Ländereien hier. Ich meine, und... Uwe, das reicht. Warte, warte, der hier Da oben sind doch noch alle tot. Also, noch alle tot. Da oben sind alle tot. Warum müssen wir dann unbedingt hier unten quatschen? Oh, jetzt. Nun, Geralt, ich sehe, dass kein Streit in Skellige ohne dich auskommt. Gemein und unwahr, Mäussack. Mir scheint, ich habe sogar einige verpasst. Krachs Abkömmling sitzt auf dem Thron. Und das ist dein Werk. Ich fürchte, du hast einen kleinen Bürgerkrieg losgetreten. Seit Ewigkeiten hatten die Skelliger im Kampf um die Krone ihr Blut vergossen. Das war dort so üblich und nur eine Frage des Ausmaßes. Doch das blutige Bankett auf Kaer Trolde war anders. Es war unehrenhaft und verräterisch und musste aufgeklärt werden. Einmal mehr Hexerarbeit. Arbeit, die in der Krönung der neuen Königin von Skellige gipfelte. Naja, aber ich würde mich trotzdem wieder so entscheiden. Der Clan Drummond wird wohl früher angreifen als erwartet. Hat Krach dich nicht geschickt, um eine Einigung mit Lugos zu erzielen? Einigung? Nur Krach hat geglaubt, dass die jetzt noch möglich wäre. Dann habe ich dir die Tour nicht vermasselt? Diesmal nicht. Lugos Tod wird einiges ändern. Sein Vetter, der jetzt Jarl wird, ist ein schwacher Anführer und dumm dazu. Dieser Krieg beginnt bald. Und noch schneller wird er vorbei sein. Aber warum bist du nach Skellige zurückgekehrt? So. Ja, wir können ja erst nochmal hier fragen, ne? Aber Sonnenstein ist natürlich der Grund, warum wir wieder da sind. Aber Ceres, die Königin jetzt hier von Skellige, wir können mal fragen, wie es ihr geht. Kommt Ceres einigermaßen zurecht? Die hätte das Zeug zu einer exzellenten Königin, wenn sie nur aus dem Schatten ihres Vaters treten würde. Jeder außer Lugos hat ihr Unterstützung zugesagt. Aber sobald die kaiserliche Flotte am Horizont erschien, hat der Jarl die Dinge selbst in die Hand genommen. Und Hjalmar? Der Knabe hat dreimal die kaiserliche Flotte überfallen. Dreimal gegen Krachs Willen, dreimal ging's schief. Und er findet trotzdem Freiwillige für das nächste Mal. Ja, das ist Hjalmar. Hm. Tja, Überzeugungskünstler. So. Hör zu, Mäussack. Weißt du etwas über den Sonnenstein? Der Legende nach ist er irgendwo auf Skellige. Erst die Maske von Ouroboros, jetzt der Sonnenstein. Die Monster können aufatmen, da du Schatzsucher geworden bist. Die Enseide-Elfen haben mich noch nie interessiert. Aber dieser Skalder Eivind, der könnte dir helfen. Hat mir mal was von unzugänglichen Höhlen oder Ruinen oder so erzählt. Wo finde ich ihn? Heute? Zweifellos in Arimjon. Du könntest auch die Perlentaucher Erling und Matthias Fischlung fragen. Die jagen derzeit am Ostende der Bucht. Fischlung? Interessant. So nennt man ihn. Kann stundenlang am Stück tauchen. Niemand weiß, wie er das macht. Aber ich habe einen Verdacht. Du magst ihn nicht besonders? Nichts Persönliches. Ich konnte schon seinen Vater und seinen Großvater nicht leiden. Oh, vererbt. Vererbte Antipathie. Sehr schön. Ja, okay, dann vielen Dank. Danke für deine Hilfe. Ach, eins noch, Geralt. Die Vorfahren von Matthias und Erling hätten diese Ruinen schon vor Zeiten geplündert, wenn sie nicht durch irgendeine magische Barriere geschützt wären. Nimm eine Zauberin mit. Zweifellos hast du mindestens eine dabei. Sogar eine ganze Sammlung. Ja, mögen die Götter sich unser erbarmen. Ja, da haben wir echt nicht gerade wenig im Schlepptau. So,
reden wir jetzt mit den Perlentauchern oder mit dem Barden Eivind? Oder mit beiden? Ich würde lieber eigentlich mit dem Perlentaucher reden. Und hier oben wird es doch bestimmt einen Schnellreisepunkt geben. Oder? Das ist ja seltsam. Gibt es hier keinen Schnellreisepunkt? Erst da oben? Na super. Naja, komm. Ich glaube, es ist immer noch kürzer als... Ich kann ja einmal hier Plötze ran schaffen. Das ist, glaube ich, immer noch kürzer als den ganzen Weg mitten durchs Land zu reisen. So, reiten wir eben mal mit Plötze den Berg hoch. Geht ja auch wesentlich schneller. Oben dürfte jetzt keiner mehr sein, ne? Bäh. Und da sind wir auch schon. Zack. Und batsch. So, wir müssen jetzt da ganz in den Norden zum Leuchtturm. Von da aus ist das, glaube ich, nur ein Katzensprung. Da haben wir ja auch schon mal eine Quest gehabt. Das ist kein sonderlich großes Gebiet. Und wir haben hier... Uah. Na toll, Harpien. Mitten in einen Schwarm von Harpien rein. Machen wir einfach mal hier Rundumschlag. Bleibst du mal bitte auf dieser Harpie? Aua! So. Und das war's. Looten? Ach, brauche ich glaube ich nicht. Wir dürften inzwischen schon so viel Krempel haben. So, kann man schon was sehen da unten? Schwert brauchen wir nicht mehr. Wo fischen die denn? Oder wo ist dieser Fischlung? Was denn da? Ein Bär? Ist das ein Bär da unten? Ja, ne? Die kaputte Brücke. Das war aber ein Meistersprung. Was zum Teufel? Geralt, bist du wahnsinnig? Toll. Da springt der einfach da runter auf das Schiff mit dem Körper. Der verrückte Hund. Hier kommen wir nicht hoch, ne? Mist. Und hier lang? Komme ich hier irgendwo wieder hoch? Das wäre trischig. Hier vielleicht? Ah doch, guck mal. Perfekt. Gut, dass das geht. Und jetzt müssen wir irgendwie... Hier so lang. Und da unten müsste es schon sein. Da ist ein Boot. Toll. Kann ich hier runterspringen? Traue ich mich nicht. Was ist der denn? So, das ging. Hast du etwas Schiss? Ich? Nein. So. So viel zum Thema. Hast du etwas Schiss? Noch immer diese Richtung. Vielleicht taucht er ja auch gerade. Das kann ja sein, ne? Ist er Perlentaucher? Oder ist er gerade unter Wasser? Das muss das Boot der Perlentaucher sein.
Okay. Und jetzt? Von hier aus? Finde den Perlentaucher und sprich mit ihm. Ich guck mal unter Wasser. Oh. Da ist eine Höhle. Vielleicht kann der gar nicht so lange unter Wasser bleiben, sondern taucht nur immer in diese Höhle. Neue Markierung. Eingang. Mhm. Fledermäuse. Ich nehme mal eine Fackel zur Hilfe. Katze spare ich mir noch. Oh, da sind sie ja. Schau, Erlin. Ich sagte doch, wir haben noch nicht Feierabend. Den hier mussten wir nicht mal rausfischen. Bist du blöd? Siehst du nicht, dass das ein Hexer ist? Was macht ein Hexer hier? Tja. Das sind doch eure Leute. Was sind eure Leute? Ich konnte jetzt leider eben nicht genug erkennen, was hier überhaupt los ist. Es gibt wohl keine Perlen mehr? Das geht dich nichts an. Wir nehmen, was das Meer hergibt. Sehr freiwillig sieht das nicht aus. Stimmt. Ich könnte ein besseres Messer gebrauchen. Ein paar Stunden und schon sind ihre Finger geschwollen. Habt ihr wenigstens vor, den Familien die Leichen zu geben? Wenn ihr fertig seid, meine ich? Es stimmt. Mutanten haben überhaupt kein Taktgefühl. Schau sie dir an. Glaubst du, ihre lieben Muttis und Frauchen wollen sie in diesem Zustand sehen? Das Meer wird sie begraben. Und Schluss ist. Ihr lebt ganz schön gefährlich. Warum? Ich nehme an, die fischen diese ganzen toten Soldaten aus dem Meer. Keine Perlen mehr, sondern tote Soldaten. Ihr riskiert viel. Warum? Soll das eine Drohung sein? Ich bin nicht euer Problem, sondern die Monster, die ich gehört habe, müssen das Blut gerochen haben. Ich höre nichts. Gewöhnliche Leute hören sowas nie, bis es zu spät ist. Verschwinden wir besser, Matthias. Stimmt, eben war irgendwie ein Knurren zu hören oder ein Gurgeln. Hört mal, angeblich wisst ihr was über Elfenruinen auf Skellige. Sagt wer? Moissac. Du sagst ihm doch nicht, was du heute gesehen hast, oder? Kommt drauf an. Elfenruinen, sagst du? Was willst du wissen? Ein Druide hat eine Höhle erwähnt, die ihr nie betreten konntet. Wo ist die? Östlich von Caer Troldhe. In einer Bucht, in die man nur von See reinkommt. Wir können sonst nichts für dich tun. Wenn du fertig bist, wir wollen wieder nach oben. Ich bin fertig. Und gute Idee. Okay, sollen wir uns nochmal nach den Monstern umgucken hier? Ah, da siehst du. Ertrunkener. Was konnte ich denn hier? Verdammt, bist du hässlich. Ich brauche doch mal eine Katze, sonst sehe ich überhaupt nichts mehr. Wie der läuft. So, komm. Geben dem nur eins aufs Maul da hinten. Was bist du denn für ein Gummi, Hannes? So. Hier sind wir hergekommen, nehme ich an. Können wir auch anzünden. Das kann ich eigentlich mal machen. Dann wird es ein bisschen heller hier drin. Und dann würde ich mich trotzdem einmal gerne hier umsehen. Wieso leuchten diese Dinger hier eigentlich? Warum? Ich verstehe das nicht. Können wir uns noch einmal hier ein bisschen umsehen. Ob es hier noch irgendwas gibt. Ja, die haben hier die ganzen toten Soldaten. Ich nehme mal an, die von diesen ganzen Schlachten auf See angespült werden oder irgendwie runtergezogen werden oder so aufgrund ihrer Rüstungen. Die haben die hier wahrscheinlich geplündert. Und das war es auch schon. Toll. War jetzt nicht so spannend, wie ich es mir gedacht habe. Aber wurscht. Wir gehen wieder auf Tauchgang. Schwimmen einmal raus. Und, na toll, das haben wir die Katze aber noch aktiv. Was? Soll es tauchen? Naja, zumindest ein bisschen heller. Ganz interessante Ansichten hier.
So, und wir müssen jetzt mit Yennefer wieder sprechen. Liegt hier irgendwo ein Boot? Nö. Einfach nö. Doch hier im Süden liegt ein Boot. Und wo müssen wir hin? Da drüben. Zum Hafen von Kertrolde. Das heißt, wir müssen aber irgendwie wieder zu diesem Schnellreisepunkt hoch.